Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Heute, wie versprochen, aus dem schönen Leipzig. Hinter mir ist das Augusteum von der Universität Leipzig. Imposanter Bau, wie ihr sehen könnt. Hier findet ab heute die 48. Jahrestagung der DGHD, der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik, statt, in der ich seit einiger Zeit selbst Mitglied bin. Und noch vor der Konferenz hat sich hier was, finde ich, Wahnsinniges ereignet. Nämlich gibt es ab sofort eine kleine Literaturliste zu hochschuldidaktischer Forschung und anderen Themen. Und wie die entstanden ist, möchte ich euch ganz kurz erzählen. Und zwar bin ich hier in erster Linie als Doktorand, klar, um andere Leute in meinem Fachgebiet kennenzulernen, mit denen ein bisschen zu netzwerken. Und ich habe einfach mal gefragt, gibt es denn Einstiegsliteratur, wie man sich in die Hochschuldidaktik einlesen kann? Und es gibt wohl immer noch kein richtiges Lehrbuch. Und letztes Jahr auf der Jahrestagung, wo ich ja auch war, gab es wohl eine Session zu Klassikern der Hochschuldidaktik. Und dort war wohl der Tenor, dass es so etwas noch gar nicht gibt. Vielleicht einen Herrn, aber das ist noch so ein bisschen strittig oder noch nicht ganz gesetzt. Auf jeden Fall wurde aus dieser Frage, die ich auf Twitter gestellt habe, ja, das nahm ein regelrechtes Lauffeuer, sage ich mal. Und daraus entstanden ist dann erst ein Google Doc, ein Google-Dokument, in dem viel Literatur gesammelt wurde. Und ich habe dann gesagt, kommt, lasst uns doch das in der Zitiersoftware sammeln. Und habe eine Zotero-Gruppenbibliothek angelegt, in die ja, jeder reinschauen kann, der sich für das Thema interessiert, auch jeder beitreten kann und in der dann jeder Einträge sammeln kann. Das heißt, liebe DGHD 2019 Community, wenn ihr wollt und mitsammeln wollt und dann auch für euch selbst ein Pool an Literatur haben wollt, schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr auf jeden Fall den Link. Bis dahin, ciao.